Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Es geht Richtung Wüste. Dort will ich mir erstmal schön Sand organisieren und Steine brauchen. Also Sand und Steine. Stun Damage Bonus. Also haben wir nur gestunt. Schade. Ja, wie gesagt, Sand und Steine, das sind eigentlich so die Hauptsachen. Wir können natürlich bei der Gelegenheit auch nochmal Alui sammeln. Denn ich möchte diesmal ein bisschen rechtzeitiger anfangen, mein Gebäude zu sichern. Ich meine, ich muss jetzt ja sowieso erstmal zusehen, dass wir... Was ist denn da? Brennen. Was ist das denn? Wir müssen sowieso noch weiter ausbauen, beziehungsweise die haben mir wieder einiges kaputtgeschlagen, also gibt es einiges zu reparieren. Aber das ist nicht das Problem, das kriegen wir hin. Und ich denke mal, ich werde auch den äußeren Bereich wieder ummünzen auf Beton. Also da werde ich mal auf Beton umbauen. So, ich fahre jetzt mal noch ein Stück rein. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. So. Ich finde die so geil. 3 Schlag und alles ist weg. So genial. Oh, Feder natürlich. So, kann ich mir noch schön Alui noch sammeln. Ich habe so ein bisschen Angst. Na, vielleicht sollten wir mal hier hinfahren. Wo war das jetzt? Ach, warte mal, hier in der Nähe muss auch irgendwo der Schatz sein. So viele Sachen zu tun, so viele Sachen auf dem Zettel. Jetzt habe ich gar kein Holz dabei, ne? Oh, das wäre auch nicht so... Wo ist denn der Schatz? Ach, ganz hinten, okay. Na gut, dann fahren wir doch wieder zurück. Hätte ich mal vorgucken sollen. Das ist mir momentan... Ich will lenken. Was ist denn los? Ich wollte mich nur gucken, was das hier für ein Gebiet ist, weil das so ganz komisch eingezeichnet war hier auf der Karte. Was ist das denn? Was wäre wo, wie, warum? Oder bist du da unten? Ich glaube, du bist da unten. Was ist das denn hier für ein Gebiet? Was mag das denn sein? Oh, wie geil. Auf die Gefahren, dass ich hier... Na, sonst muss ich mich nach oben buddeln. Was ist das denn hier? Na, mein Freund. Oh, moin. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Oh. Bleib mal lieber liegen. So, dich nur. Was haben wir denn hier noch? Ach so. Was ist das denn hier? Eine Höhle. Also so eine versteckte Höhle. So eine Überlebendenhöhle. Oder naja, eher nicht. Oder jetzt nicht mehr. Pilze haben wir hier. Das habe ich auch noch nie gesehen oder gehört, dass es hier so eine
Ja, Nester kann man ja nicht sagen, aber dass es hier so kleine Stollen gibt, das wusste ich auch noch nicht. Ist ja geil. Ja. Ja, toll, waren noch Token drin. Ah, okay. Das ist ja mal nice. Also trotzdem ist hier nicht viel zu finden, davon abgesehen. Aber wir haben wenigstens mal so eine interessante Location gefunden. Mit ein bisschen Holz hat er hier. Geil. Sehr geil. So. Jetzt muss ich nur wieder mein Bike finden, was ich hier irgendwo abgestellt habe. So. Nicht looten. Nein, nicht looten. Mach jetzt mal wieder Licht aus. Es blendet sonst zu sehr hier. Ich glaube, hinten bei den Steinen hatte ich das hingestellt, ne? Ich glaube ja, bei den Steinen hinten steht es. Also da müsste es irgendwo stehen. Über der Höhle. Herz allerliebst. Aber wie gesagt, gut, ich hatte mal immer gehört, dass es solche Höhlen gibt. Also generell, dass man in irgendwelchen Höhlen eben sowas finden kann. Zum Beispiel solche Boxen, wie wir es gerade eben hatten. Also eine Indianerboxen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber dass es nun ausgerechnet sowas jetzt hier ist und dann auch noch so mit so einem richtigen Eingang. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Echt nicht. Ups. Das war eigentlich nicht gewollt. Das war wirklich nicht gewollt. Ich wollte ihn eigentlich erstmal anvisieren. Na, komm runter. Komm runter. Komm runter. Genau. Eigentlich wollte ich dich nur stunnen, aber gut. Ja, kann man auch so machen. Haben wir einfach mal eben so eine Indianerhöhle gefunden. Geil. Ich habe mich schon immer gewundert, was ist denn das für ein komisches Symbol da auf der Karte? Was mag das sein? Ist es irgendwie ein Bunker oder was? Da hätte ich eigentlich eher mitgerechnet, aber naja, anscheinend nicht. Na, hier sind natürlich noch überall irgendwelche kleinen Loot-Container. Ich habe ehrlich gesagt aber keine Lust, hier alles abzulooten. Tatsächlich wollte ich eben halt Stein haben. Naja, Steine und Nester kann man eigentlich immer mitnehmen. Das ist. Na? Steine, Nester, Aloe, wir können eigentlich alles brauchen. Da haben wir hier auch noch ordentlich Stein. Aber Sand nicht vergessen. Dafür sind wir eigentlich hier, für Sand. Gut, man könnte natürlich auch sagen, so man spezialisiert sich jetzt nur auf Steine und macht dann aus den Steinen nachher Sand, aber dann müsste man letztendlich dann ja auch wieder die Hälfte der Steine für Sand verballern. Also von daher macht das eigentlich auch nicht so viel Sinn. Also warum nicht beides? Sand ist hier genug. Einmal ein Bäumchen gefällt. Na, es wird so langsam warm, ne? Na, das kann ich verstehen. Dafür habe ich auch extra Tee mitgebracht, dass wir uns das ein bisschen kühlen können.
So. Relativ unspannend, ich weiß, aber wir brauchen das Material. Zumal kriegen wir natürlich hier raus auch wieder Metall raus. Zumindest ein bisschen Metall. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Mine. Und das auch noch, bevor die nächste Horde kommt. Ich hatte doch Bier dabei. Warum trinke ich kein Bier? Das Gras können wir gleich mal wegschmeißen. In den zweiten Stack mache ich auf jeden Fall noch voll. Dann holen wir uns noch Sand. Ach, nee, diese, das will ich alles gar nicht so, bitteschön. Na, ah, siehst du, schön eine Stahlschaufel. Da geht das dann auch ratzfatz. Wir kriegen hier sogar Stein raus. Aber ich glaube nur aus diesem Sand hier, ne? Ich glaube, wir werden uns jetzt einfach mal hier durchbuddeln und so lange buddeln, bis alle Stacks voll sind und alle Plätze voll sind. Theoretisch könnten wir ja auch noch ein bisschen was ins Mini-Bike tun. Wir haben noch gar nicht mal so viel Sand. Guck mal. Vielleicht würde sich dann doch schon fast lohnen, die Steine umzumünzen. Das geht, glaube ich, fast schon schneller. Zumal wir ja auch mit jedem Hieb ja auch noch Steine kriegen. Und Steine können wir dann sicherlich auch ummünzen. Was heißt, können wir natürlich ummünzen, ist ja klar, aber da würde schon fast mehr Sinn machen. So, äußerst spannend. Aber wie ihr das ja so kennt, das gehört ja leider mit dazu. Auch mal ein bisschen farmen, auch mal los tigern, ein bisschen farmen. Dann trinken wir noch ein Bierchen.
ja, was vernünftiges Werkzeug ausmacht, ne? Kannst du dich einmal so reinbuddeln, wenn wir jetzt ins hier so eine Steinschaufel, wenn wir die jetzt noch dabei hätten, dann könnten wir uns hier halt totbuddeln, bevor wir einen so einen Block Sand überhaupt abbauen können. Das ist schon nett. Richtiges Werkzeug ist wirklich eine richtig feine Sache. Schaut's aus. Tausender haben wir schon zusammen. Da machen wir noch ein bisschen. Vielleicht bis um 6 oder so und dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause. Momentan ist hier auch noch ruhig. Kaum Zombies. Müssen wir auch mal ausnutzen, dass wir hier mal vernünftig weiterarbeiten können. So, das Stack ist voll. Ein paar Alui haben wir auch schon gesammelt. Wo ist mein Bike? Das ist hier. Haben wir eigentlich hier noch Platz im Bike? Oder? Nee, gar nichts. Okay, wir haben den ganzen alten Mist noch drin. Gut, dann würde ich sagen, sammle ich noch ein paar Alui. Ein paar Yuccas. Solange wir noch hier sind. 18 Uhr, ja, wie gesagt, so. 19 Uhr, ich denke mal, da kann man sich um 19 Uhr dann schon auf den Rückweg machen. Was ist eigentlich das hier? Bekomme ich da normal Erde, okay? Normale Erde. So. Schön, wie gesagt, schön Yucca mitnehmen, schön Aloe mitnehmen. Brauchen wir alles. Schön lecker. Schön farm. Ja. Ach. Nice. Wirklich nett. Ja, ist vielleicht momentan nicht so wirklich spannend, aber wie gesagt, ihr kennt das ja selber, wenn ihr 7 Days spielt. Man muss zwischendurch auch einfach Material holen. Das ist alles nix. Und ich kann auch nicht alles auf die Pausen verschieben, weil sonst wären die Spielpausen nur noch länger. Und das ist ja auch doof. Außerdem bekommt man ja sonst auch einen falschen Eindruck. Ich meine, das ist ja auch klar. Leute, die 7 Days noch nicht kennen und sich ein Bild machen wollen, die sehen dann halt ein Video, wo nur feine Sachen gemacht werden, nur gute Sachen gemacht werden, aber dann eben nicht die ganze Arbeit, die dahinter steckt, dann auch noch verschwiegen wird und das sehen sie eben halt nicht. Ups.
finde ich das schon wichtig, auch um wirklich alles zu zeigen von dem Spiel, alle Facetten. Da finden wir noch ein paar schöne Federn hier. Ja, es war klar, dass ich da nochmal... Ich habe sie noch gesehen und bin trotzdem nicht ausgewichen. Uhr 32. Wir sollten uns langsam, können wir uns gleich mal wieder auf den Weg zum Minibike machen. So, das ist nämlich in der Richtung. Ach! In der Richtung. Auf dem Weg dort, dann nehmen wir natürlich noch die Aloe mit. Ja, ich würde sagen, das hat sich wieder gelohnt. Das hat sich wieder gelohnt, hierher zu fahren. Mal ganz spontan. Und wir haben zumindest eine neue Location entdeckt. Das ist doch auch fein. Ich denke mal, das soll erstmal für heute reichen. So. Mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. So weit sind wir gar nicht. Wir haben noch nicht mal Wasser dazwischen. Und so langsam müssen wir auch tanken. Aber wir haben ja genug Benzin zu Hause. Trotzdem kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren. Das Minibike hält schon echt lange durch. Allerdings muss ich auch mal gucken, was ich noch so für Teile zu Hause habe. Nicht, dass ich dann zu Hause noch die richtig guten Sachen liegen habe und ich dann hier noch mit dem, auf gut Deutsch gesagt, mit dem Scheiß hier noch unterwegs bin. Jetzt müsste die Temperatur auch, glaube ich, so langsam gleich mal runtergehen, weil ja, sieht man jetzt auch, die Temperatur geht runter. Wir sind ja aus der Wüste raus, wir sind aus dem brennenden Biom raus. Also von daher ist alles wieder gut. Da war auch gerade noch ein Nest, aber dafür halte ich jetzt nicht extra an. Ah, es gibt schon ein paar tolle Sachen hier bei Seven Days to Die. Vor allem auch gerade so das Minibike. Das ist echt fein. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ich war ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer skeptisch, was so Fahrzeuge anging bei Seven Days. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Minibike finde ich schon super. Man kann mal eben los, kann mal eben auf Lootour gehen oder hat auf jeden Fall ein Inventar mehr dabei. Das ist schon geil. Kann man nicht anders so sagen. So, gut, ich bin schon wieder am Ende. 23 Minuten sind rum. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Lust habt. Das Übliche, ihr kennt das. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Durchhalten. Oha, da haben sie aber auch schon ordentlich. Naja, gut, egal. Ich war ja schon in der Abmoderation. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann auch bald wieder in der nächsten Folge. Seven Days to Die, New Never's Gain. Macht's gut und tschüss.